Okay. Das liegt auf jeden Fall vorhin irgendwo. Genau hier. Eisen. Das holen wir uns auch noch mit. Eisen kann man immer brauchen. So. Da geht einfach mal wieder so mein Mikro aus. Das kennen wir ja leider. Also angeschlossen und alles. Also eigentlich soll es keine Stromprobleme haben oder sowas. Aber nö, ich gehe aus. Mal so kurzfristig entschieden. Ja, super. So, in die Höhle gehe ich jetzt nicht groß rein. Ich schaue nur mal kurz, was es hier hat. Wir hier irgendwas finden, was wir brauchen können. Vielleicht hier. Nö, hier ist eine Sackgasse. Hi. So, und jetzt. So. Creeper gegrillt. Hier ist Wasser. Bringt uns jetzt nicht allzu viel. Hier geht's nach unten. Ach, hier geht's in den Minenschacht schon rein, ansatzweise. Das ersparen wir uns jetzt aber mal. Also gehe ich jetzt wieder raus. Die Höhlenerkundung machen wir nachher von unserem Riss aus. Und wenn der Minenschacht bis hierher reicht, dann werden wir da auch irgendwann hinkommen. Die Kohle lasse ich einfach mal da. Haben wir inzwischen eh. Zwar noch nicht genug, aber ausreichend, dass ich das jetzt einfach liegen lassen kann. Wo ging es denn jetzt hier raus? Hier? Ja. Ja. Okay, machen wir mal wieder Schwert aktiv. So. So. Komische Kuh und so. Hi. Komm, wenn du schon hier bist. Hi, Katze. Bringst mir gar nichts, dass du lebendig bist. Tod bringt mir wenigstens ein paar EP. So. Der eiskalte Katzenmörder. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Können wir mitnehmen. Yay. Kohle, 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 Kohle. Dam, badam, bam, badam. Ich hab mal so überlegt, ich schreibe mir meinen eigenen Kohle-Song. So, hier ist nichts mehr. Hier ist ein Baum, den können wir eigentlich mitnehmen, weil das ist gerade das richtige Holz. So. Also, hier da hinten ist unser Haus. Und mein Ziel ist, dass wir quasi dieses Haus da vielleicht erstmal nochmal ein bisschen mit Blättern einarbeiten. Also in Blätter so einlegen, also ein eingelegtes Haus, Delikatesse müsst ihr wissen, und dass wir dann quasi das mit verschiedenen Bäumen verbinden und dann quasi so auf jedem Baum ein Raum ist. Versteht ihr, wie ich meine? Ich denke mal, es könnte ganz cool aussehen, als ob wir dann so eine Brücke drüber haben zu einem Baum, vielleicht auch ein bisschen runter, vielleicht schaffen wir es sogar zu dem. Das sieht von hier so nah aus, aber wahrscheinlich ist es weit, weit weg. Und ich würde das gar nicht schaffen, aber okay, egal. Einfach schauen und bauen. It's all about Minecraft. Kuh, Kuh. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ja, ich möchte dich doch auch töten. Habe ich töten gesagt? Ich meinte natürlich umarmen. Hi. Oh, tut mir leid. Aber jetzt kann ich so. Okay, ist das hier ein. Das ist das richtige Holz, oder? Das müsste das richtige Holz sein. Aber die Sonne geht gleich unter. Okay, wir müssen hier weg. Oh, kletter, kletter schneller. Au. Au, mache ich denselben Fehler zweimal. Hopp.
Ich will ein Adventure-Map-Spieler sein. Okay, wir müssen hier hoch. Wir müssen hoch. Die Zeit wird knapp. Die Monster machen sich bereits bereit. Wir müssen auf unseren Berg, auf unser Haus. So, so, da hoch, da hoch. Schneller, bevor Monster spawnen. Huah. Ja, ja. So, geschafft. Tschüss, Sonne. Tschüss. Und ich habe das Gefühl, das Spiel läuft flüssiger. Finde ich sehr gut. So und so. Dann habt ihr mehr vom Spiel und ich auch. So, ich noch einen Eisenhelm. Und aus den drei kann ich mir noch eine Eisenspitzhacke machen. So, den Eisenhelm ziehe ich gleich mal an. Yeah, voll gerüstet. Und aus dem Eisen hier, keine Ahnung, was wir daraus machen. Okay, wir haben wieder ein bisschen Leder. Gehen im voll ans Leder. Der war voll alt. Aus dem müssen wir eigentlich gleich, bald auch mal was machen. Ein paar Samen haben wir. Rohes Hühnchen. Rohes Rindfleisch. Aber wir haben ja eigentlich noch ein bisschen was. Den Sand tun wir gleich mal ein bisschen einkochen. So. Brauchen wir die Kohle doch nicht. Und ja, jetzt frag ich mich, ob das, was ich möchte, ob das, was ich umsetzen möchte, ob das nachher so geil aussieht. Nämlich, ich möchte hier den Rand quasi aus Holz machen. So etwa kann man sich das dann vorstellen. Hopp. Hopp. So. Also, so. So, so, so. So etwa könnte aber ganz gut aussehen, wenn ich da jetzt ein Dach drauf setze. Aber ich hatte auch noch nie wirklich Ahnung von, wie baut man schön in Minecraft. Aber ich denke mal, es könnte ganz gut aussehen. Ups. Den Einstieg hier müssen wir auch noch ein bisschen schöner machen. Könnte aber ganz in Ordnung aussehen. Denke ich mir mal so. Die Aufnahme läuft, ne? Ne? Ja, 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 23 Minuten schon gut. Glas. Langsam bis Glas auch kocht. Also ich glaube, wir brauchen bald mal einen zweiten Ofen. Sprich jetzt. Zack, zack, zack und zack. Und setzen wir einfach mal drauf. Nein. Also, nein. Also, nein. Also, so. Ja, danke. Falsche Taste gedrückt. Und so, so. Können wir auch eigentlich erstmal hier die Dingens und so machen. Oder noch eine bessere Idee, wir gehen erstmal pennen und machen das morgen. Oh Mann, so. Das sieht jetzt noch aus wie gequirlte Scheiße und ist es auch noch. Aber das bessert sich. Höchstwahrscheinlich auch nicht mehr. Okay. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Jetzt ruckelt's doch wieder. Ah. So. Jetzt hier das Glas drauf. Jetzt juckt meine Nase so schrecklich. Ah. So. Ist doch schön hier. Haben wir noch ein bisschen Holz. So. Aus dem Holz können wir uns hier mal so eine Plattform machen, sowas in der Art. Hopp. Kann man eigentlich so auf der Höhe machen. So. So, so. So,
und hopp. Und von dieser Plattform aus kann man quasi, das könnte so wie so eine Art Landeplattform sein, und die können wir dann mit anderen Bäumen verbinden. Da könnte man vielleicht hier da noch eine Plattform machen, dann eine Brücke rüberziehen. Vielleicht sieht es ja gut aus, aber höchstwahrscheinlich scheiße. So. Ich will noch schauen, wie weit wir da gehen können. Oh, nein! Oh Gott. So viel zum Thema Shift hilft einem. So. Ups, habe ich das Holz weggeworfen. Haha, es geht immer gar nicht. So. Eigentlich kann man das hier vielleicht noch ein bisschen in die Breite ziehen. So, so. Ich würde es ja gerne mit Baum so ein bisschen rumziehen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht so, wie ich es mir vorstelle. Nein, nicht mit dem Schwert. Ich muss ja erstmal hier so ein bisschen die Holzblöcke da drin entfernen. Nicht mit der Axt. Dazu setzt man keine Schere, sondern macht es einfach so. Und dann kann ich da die Plattform schön um den Baum rumbauen. So. Mega langer Arm. Ich erreiß nicht. Dann hier. Erreiche ich auch nicht. Verdammt. Würde ich sagen, mach mal die Plattform 2 um den Baum rum. Also quasi. Nein. Okay, da springe ich jetzt nicht hinterher. Also etwa so. So, so, so. Verschwinde, verschwinde. Du genauso. Ah, so. Okay, so könnte man es eigentlich machen. Also müssen wir noch ein bisschen optisch verschönern, aber im Grunde, so von der Grundidee her, so, Dach schließen wir ab. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Gut. Dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich mal aufmachen zu einer vielleicht auch etwas längeren Höhlentour. Um uns einfach mal ein bisschen mit den Grundrohstoffen einzudecken. Was wir aber noch machen, auf jeden Fall, wir nehmen ein bisschen Fleisch mit. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Die Sticks, das Schwarzpulver brauchen wir nicht, die Setzlinge brauchen wir nicht. Aber ein bisschen Pflasterstein können wir eigentlich mitnehmen. So. Die Feder brauchen wir nicht. Das Eisen. Aus dem Eisen mache ich mir mal noch eine zweite Spitzhacke. Ja. Klingt für mich logischer. So. Die anderen zwei Eisen lassen wir da. Die restlichen Sachen können wir ja aus Stein machen. So. Eisenschwert haben wir. Komplette Eisenrüstung. Was zu essen haben wir auch. Bisschen vielleicht noch. Wissen ja nicht, wie lange wir dann da unten sind. Komm, werd mal. Okay, würde ich sagen, mit 15 gehen wir dann los. Und den Rest lassen wir hier. Dass, falls wir sterben, wir hier noch was haben. So. Und mit Level 15, das wir ja nur verlieren können, geht's abwärts. Das Ganze müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit Blättern eindecken, weil das sieht so noch nicht so geil aus. Das Holz da muss noch weg. Auf jeden Fall, also wir nehmen noch so Blätter und pappen dann da unten und links und rechts und überall ran. Dann sieht es vielleicht nicht mehr ganz so scheiße aus, nur noch so, sondern nur noch bedingt scheiße. Und ja, hinab.
56 Fackeln sollten eigentlich reichen, bis wir Kohle finden. Da muss ich nicht extra noch was mitnehmen. Holz haben wir auch noch ein bisschen was. Das ist jetzt gerade das Tropenholz, aber ist jetzt egal. Ich möchte da runter. Okay. Meine erste Höhlenerkundung seit, was weiß ich, wie lang. Weil sonst habe ich eigentlich nur noch an der Adventure Map und alles gebaut. Das ist jetzt eine richtige Höhlenerkundung.